Wenn ich einen Menschen sehe, habe ich Lust, ihm eine in die Fresse zu hauen. Es ist so angenehm, einem Menschen in die Fresse zu hauen. Ich sitze in meinem Zimmer und tue nichts, da kommt mich jemand besuchen. Er klopft an die Türe und ich rufe, herein! Der Mensch kommt herein und sagt, es ist so angenehm, schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Aber ich zack eins in die Fresse und dann noch mit dem Stiefel in den Schritt. Mein Gast fällt von rasenden Schmerzen hinten über und ich versetze ihm mit dem Absatz eins aufs Auge. Was hat er auch hier verloren, wo keiner ihn gerufen hat? Ich war bei Blino und er demonstrierte mir seine immense Kraft. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist die Kraft eines wilden Tieres. Wie kam es mit der Angst zu tun? Blino hob einen Schreibtisch hoch, holte aus und schleuderte ihn ungefähr 4,5 Meter von sich. Es wäre interessant, diese Erscheinung zu untersuchen. Die Wissenschaft kennt alle Phänomene, doch bleibt deren Ursache unbekannt. Woher eine solche Muskelkraft kommt, können Forscher bislang nicht erklären. Machen Sie mich mit Blinov bekannt. Ich verabreiche Ihnen eine Untersuchungspille. Und was ist das für eine Pille, die Sie ihm da verabreichen wollen? Wie, eine Pille? Ich habe nicht vor, ihm eine Pille zu verabreichen. Aber ich habe es eben selbst gehört, wie Sie etwas von einer Pille sagten. Nein, Sie irren sich. Von einer Pille war keine Rede. Mit Verlaub, ich habe genau gehört, wie Sie etwas von einer Pille sagten. Nein. Was nein? Ich sagte nichts. Wer sagte nichts? Sie sagten nichts. Ich sagte nichts. Kann es sein, dass Sie die Dinge nicht zu Ende reden? Was für Dinge? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, Ihre Art zu reden ist symptomatisch. Sie verschlucken Wörter, verhaspeln sich, beginnen zu stottern. Ich stottere nicht, ich rede sauber. Na, darin irren Sie sich. Sehen Sie, von lauter Anstrengung bekommen Sie all diese roten Flecken. Sind Ihre Hände schon kalt? Nein, warum? Nur so eine Ahnung und plötzlich fällt Ihnen das Atmen schwer. Holen Sie tief Luft. Was soll das? Psst! Schonen Sie Ihre Stimme. Ich werde versuchen, den Zustand zu lindern. Oder auch so. Ich biete meinem Gast ein Tässchen Tee an. Mein Gast willigt ein, setzt sich, trinkt Tee und erzählt etwas. Ich tue so, als würde ich ihm mit dem größten Interesse folgen. Sage ach, nicke, mache große Augen und lache. Mein Gast fühlt sich durch so viel Aufmerksamkeit geschmeichelt und kommt immer mehr in Fahrt. Ruhig fülle ich eine Tasse mit kochendem Wasser und schütte sie dem Gast mitten in die Fresse. Er fährt auf, greift sich ins Gesicht. Aber ich sage zu ihm, es gibt keine Güte mehr in meinem Herzen. Raus mit ihnen! Und ich stoße meinen Gast zur Tür hinaus. Doktor, Sie machen mir Angst. Mein Bester, ich will Ihnen nur helfen. Na los, nehmen Sie. Schlucken Sie. Git, was für ein süßes, widerliches Zeug. Was haben Sie mir da bloß gegeben? Gar nichts, gar nichts. Das Mittel ist sehr zuverlässig. Mir ist so heiß und plötzlich wird alles so grün. Genau, 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 mein Bester, und gleich werden Sie sterben. Was sagen Sie da? Mein Gott,
kann nicht mehr, mein Gott. Was haben Sie mir da bloß gegeben? Die Untersuchungspille. Er ist still. Atmet nicht. Vermutlich gestorben. Gestorben, ohne Antworten auf seine Fragen im Leben bekommen zu haben. Es ist meine Pflicht als Arzt, das Phänomen des Todes umfassend zu untersuchen.